Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und zwar ist letztens der iOS 8.3 Jailbreak rausgekommen. Also für alle iOS-Leute, die gerne einen Jailbreak haben möchten oder auf iOS 8.3 sind, haben jetzt die Möglichkeit dazu. Und in diesem Video wollte ich euch einfach mal nur ganz kurz zeigen, wie ihr diesen Jailbreak downloaden könnt, da das Ganze bzw. installieren könnt, weil das Ganze etwas komplizierter ist. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Und zwar müsst ihr natürlich erstmal das Jailbreak-Tool downloaden. Das mache ich jetzt mit euch live, weil ich das wieder gelöscht habe. Aber ich werde nicht einen Jailbreak installieren, weil ich ihn nur auf mein iPad installiere und auch installiert habe. Und den nicht auf mein iPhone 6 installiere. Ja, einfach aus dem Grund, weil ich es einfach nicht auf meinem iPhone haben möchte. Auf meinem iPad habe ich es leider schon installiert, deswegen kann ich es nicht mit euch live vormachen. Aber ich werde euch alles so gut erklären, dass ihr das Ganze selber machen könnt. Und zwar ist das jetzt ein richtig ausführliches Tutorial. Ihr seht, wir müssen ja erstmal, habe ich jetzt gerade aus Versehen alleine gemacht, wir sind dann halt hier auf dieser Seite, Link in der Beschreibung, www.hig.com/n/, ist auch noch meine Beschreibung. Ja, dann seht ihr hier Windows New, müsst ihr halt diese Version nehmen, auf den Link klicken und der Download das Ganze automatisch. Ja, und zwar ist das Ganze etwas ausführlicher als in anderen, ich habe gerade noch was geguckt, Taiji 2. Ja, okay. Und so ist das Ganze, sorry dafür, dass ich jetzt ein bisschen stocke, ausführlicher als in anderen Tutorials, weil ihr müsst was ganz, ganz Wichtiges beachten und das haben die in wenigen Tutorials gesagt. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist und ja. Übrigens seht ihr hier nicht immer genau alles. Ja, ich werde jetzt mal eben so rausgehen. So, läuft meine Aufnahme noch. Ich hoffe, weil ich habe jetzt gerade hier irgendwie so im halben Bild. Ja, da seht ihr Taiji.n. Ich mache es mal größer, nicht, dass ihr es noch nicht seht. Taiji.n Zip ist ein ungewöhnlicher Download und könnte schädlich sein. Das kann aber nicht schädlich sein. Ihr müsst dann halt auf diesen Pfeil klicken, wenn ihr unter Google Chrome seid, oder dann auf Beibehalten klicken. Das ist nämlich nicht schädlich, nur euer Virenprogramm zeigt euch das dann an. Aber es ist wirklich nicht schädlich, Leute. Sonst wäre das jetzt hier auch gar nicht, sonst würden sie es auch gar nicht so viel benutzen. Dann zieht ihr den Download auch einfach auf eurem Desktop. Ja, wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr halt diese WinRAR-Datei. Klickt dann mit Rechtsklick drauf und auf hier entpacken. Dann wird hier sowas Komisches angezeigt. Klickt einfach auf OK. Und dann habt ihr hier einen Ordner. In diesem Ordner befindet sich eine Exe-Datei. Die zieht ihr raus, schließt den Ordner und habt euer Jailbreak-Tool. Ja, den Rest könnt ihr halt löschen, den Ordner und die WinRAR-Datei. Wichtig ist nur dieses Jailbreak-Tool. Ja, ihr könnt jetzt draufklicken, da seht ihr hier, der Computer wurde durch Windows geschützt. Ja, wenn ihr jetzt auf OK klickt, passiert nichts, deswegen müsst ihr auf weitere Informationen klicken. Ich weiß nicht, wie es unter Windows 7 ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr diese Meldung gerade seht. Ich weiß nicht, ob die mein Aufnahmeprogramm aufnimmt. Auf jeden Fall klickt dann auf weitere Informationen. Und dann auf trotzdem ausführen. Und dann öffnet sich das Ganze. Ja, also es ist halt, wird halt als schädlich angezeigt, weil es halt nur mal ein Crack ist, auch wenn er nicht unbedingt illegal ist. Ein Jailbreak ist nämlich nicht direkt von Apple illegal. Trotzdem wird es halt so, ja, so als Crack angesehen. Deswegen bei Cracks generell, ja, wird halt. Ja, es ist, wird das halt als schädlich anerkannt, obwohl es nicht schädlich ist. Zumindest nicht, meistens nicht schädlich ist. Und ja. Jetzt öffnet sich hier dieses Jailbreak-Tool. Das brauchen wir nicht. Ich wollte euch nur zeigen, dass ihr auf trotzdem ausführen klicken müsst. Ja, deswegen können wir es wieder schließen. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, und jetzt geht es eigentlich um das Wichtigste. Ich denke mal, ihr müsst auf jeden Fall iTunes installiert haben. Und ich denke, das haben auch die meisten. Bloß habt ihr, denke ich mal, die aktuellste Version 12.1, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Und ihr müsst downgraden auf eine frühere Version. Und Ganze geht nämlich von Apple nicht so einfach. Nämlich, wenn ihr downgraden wollt und ihr dann das halt installiert, den Downgrade, dann, also wenn ihr halt das Setup von einer alten Version installiert, also halt, wenn ihr irgendwo im Internet nach iTunes 12.0.1 das, glaube ich, sucht und ihr dann das Setup installieren wollt, dann installiert ihr das nicht, weil Apple will unbedingt, dass ihr immer auf der aktuellsten Version seid. Deswegen geht das Ganze nicht mehr. Ihr könnt also theoretisch nicht mehr downgraden.
Aber das Ganze geht doch noch, nämlich müsst ihr dort ein paar Voreinstellungen treffen, sozusagen. Ich verhaspel mich hier manchmal ein bisschen. Und dann müsst ihr auf eure Systemsteuerung gehen. Ich denke, das werden alle finden. Und dann unter Programme und Features. Also ihr müsst halt, wie gesagt, diese ältere Version von iTunes haben. Die ist nicht so alt, also keine Angst, die ist jetzt nicht zu alt. Also ich habe sie jetzt auch momentan immer noch drauf. Komme ich auch ganz gut noch mit zurecht. Ja. Und zwar halt, um den Jailbreak installieren zu können, ist logisch. Sonst würde ich euch das nicht zeigen. Und zwar müsst ihr jetzt alles, was mit Apple zu tun hat, löschen. Also natürlich auch eure iTunes-Version. Die lösche ich jetzt natürlich nicht. Ich suche es aber einfach mal eben. So. Damit wir auch hinterher hier alles finden. Nicht, dass ich jetzt doch nicht drauf hab. Aber jetzt, also es ist schon noch hier irgendwo. Ah ja, hier. Ja. Das müsst ihr auf jeden Fall löschen. iTunes. Dann iPhone-Konfigurationsprogramm. Und dann noch, falls ihr hier was installiert habt, die iCloud. Und was hat es noch mit Apple zu tun? Hier Apple Software Update und Apple Mobile Device Support. Müsst ihr auch alles löschen. Also alles, was mit Apple zu tun hat. iCloud auch, aber habe ich jetzt hier gerade nicht mehr drauf. Ja, also, wie gesagt, alles, was mit Apple so zu tun hat, an sich löschen. Dann müsst ihr noch mal unter Musik gehen. Unter iTunes. Ihr müsstet diesen Ordner, auch wenn ihr alles gelöscht habt, trotzdem noch drauf haben. Wenn nicht, dann ist egal. Aber eigentlich ist das relativ wichtig. Also, ihr müsst hier halt unter iTunes bei Musik gehen. Dann unter iTunes. Okay, das ist eh nicht notwendig. Also, hier halt einfach unter Musik bei iTunes hingehen. Und dann seht ihr hier iTunes Library. Und bei euch müsst ihr stehen .lit, glaube ich. Ich kann auch mal ganz kurz nachschauen. Ihr versteht das wahrscheinlich jetzt nicht. Ja, .itl, sorry. Also hier, wo bei mir jetzt iTunes Library.bak steht, müsste bei euch iTunes Library.itl stehen. Ja, und das müsst ihr dann halt, wie ich es gemacht habe, in iTunes Library BAK umbenennen. Also ihr müsst halt diese Datei unbedingt löschen. Die müsst ihr dringend löschen und dann halt da .bak hinschreiben. Ja. Komischerweise habe ich hier immer noch .itl, das wird, wenn ihr das ältere iTunes installiert, automatisch hinzugefügt. Also ihr seht, ihr habt halt hier nur eine einzige ITL-Datei, die benennt ihr dann um in BAK. Ja, dann wird euch angezeigt, dass die Datei nicht funktionieren könnte, ihr klickt aber einfach auf OK. Also wenn nach der Umbenennung, dass sie dann nicht funktionieren könnte, ihr klickt aber einfach auf OK, das müsst ihr ignorieren. Und nachdem ihr das gemacht habt, nachdem ihr die Sachen gelöscht habt und da die Datei umbenennt habt, geht ihr auf diese Seite hier, dort wird nochmal alles erklärt, aber dort wird nur erklärt, wie ihr das Ganze umbenennt. Dort wird nicht erklärt, dass ihr das Ganze auch noch löschen müsst, also die ganzen Programme. Deswegen erkläre ich es hier halt nochmal deutlicher, als es auf der Seite erklärt ist. Und wer auch kein Englisch kann, ist klar, dann ist es halt gut, wenn ihr mein Tutorial angeguckt habt. Ja, und hier wird dann nochmal alles erklärt. Ja, und jetzt müsst ihr hier, also ihr habt jetzt halt natürlich alles gemacht. Jetzt würde ich euch nochmal raten, euer PC nochmal neu zu starten. Und dann müsst ihr halt auf diese Seite gehen. Dort seht ihr Download-Links. Dort müsst ihr dann entweder, wenn ihr Windows 32-Bit oder 64-Bit seid, müsst ihr halt je nachdem auswählen, draufklicken und der downloadet die ältere Version, die benötigt wird. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Da ist ja mal ein Video angegangen. Ja, halt deine Fresse, wenn du nicht stoppen willst, dann mute ich dich einfach mal ganz kurz. Ja, da wird die ältere Version von iTunes installiert. Und wenn ihr die jetzt startet und installiert, dann funktioniert das Ganze auch. Hättet ihr das bevor den ganzen anderen Schritten gemacht, läuft meine Aufnahme noch, ja, hättet ihr das davor gemacht, dann hätte er das Ganze nicht installiert. Dann würde da immer stehen, Aktion wird rückgängig gemacht. Deswegen ist es gut, dass er, ja, dass ihr das halt vorher gemacht habt, sonst würde, wenn nicht, das Ganze nicht funktionieren. Und jetzt habt ihr dann halt, anstatt iTunes 12.1, ein iTunes 12.0.1 und könnt so auch den Jailbreak durchführen. Ja, jetzt schließen wir auch mal diese Seite, die brauchen wir nicht mehr, die brauchtet ihr nur wegen den Link. Und ja, jetzt ist es eigentlich schon an der Zeit, unser Gerät anzuschließen. Wenn wir jetzt die ältere Version haben, ja, wenn wir sie noch nicht haben, müssen wir die Schritte, die ich gerade erklärt habe, durchführen. Ich werde das Ganze jetzt mal anschließen, mein Gerät. So. Aber auch nur, um es euch zu zeigen. Ja, iPad von Tobias juckt mich nicht. Tschüss, schließ dich schnell, bevor irgendwie private Daten stehen. Okay, hier seht ihr auch, es ist eine neue Version von iTunes 12.1.2 sogar. Es gibt sogar jetzt noch eine neuere Version.
Glaube ich zumindest. Ja, müsste es zumindest so sein. Ja, da müsst ihr aber dann halt Kommt so, so und da sind auf wir das wieder. nächste. Ich nehme mit Bandicam auf, deswegen kann ich nur 10 Minuten aufnehmen. Ja, weil ich habe kein anderes Programm gefunden, das nur eine Anwendung, ach, das, also das verschiedene Anwendungen aufnehmen kann. Sonst würdet ihr hier nämlich nicht alles sehen, sondern würdet nur meinen Desktop sehen und wenn ich jetzt auf den Browser gehen würde, würdet ihr es nicht mehr sehen. Ja, egal. Genug geschnackert. Auf jeden Fall müsst ihr das jetzt hier wegklicken, das müsst ihr auf gar keinen Fall machen. Ja, deswegen auf das X klicken. Ja. Ja, jetzt. Also es hat dann, nachdem ihr. Oh, ich verhaspel mich hier, ich bin gerade mega, mega komisch drauf. Ja, also wenn ihr euer Gerät angeschlossen habt, öffnet sich iTunes, das klickt ihr weg, also ihr klickt auf das X. Und danach könnt ihr euer Jailbreak-Tool öffnen. Also was wir gerade installiert haben. Und ja, dann steht hier Checking Taiji Version, Checking Jailbreak Environment. Und ja, jetzt seht ihr hier mein iPad. iPad von Tobias. Das müsste bei euch so auch stehen. Damit steht jetzt schon Jailbroken, weil ich das Ganze schon gejailbreakt hab. Aber bei euch müsste dann halt dieser Start-Button blau sein. Und jetzt müsst ihr ganz wichtig diesen 3K-Assistent, den Haken wegmachen. Nämlich müsst ihr es machen, weil das ein illegaler Store ist. Selbst wenn ihr illegal Apps installieren wollt, glaubt mir, dieser Store ist Müll. Absoluter Müll. Ich habe ihn einmal installiert, der ist echt Müll. Also, erstmal ist alles auf Chinesisch, dann ist da irgendwie richtiger Müll. Also Leute, der ist auch mega instabil und so. Ich glaube, ja, das doch, das ist ein illegaler Store. Also es ist mega, mega unnötig, dieser Store. Deswegen würde ich euch raten, ihr könnt euch ja per Cydia noch irgendwie, wenn ihr illegal Apps installieren wollt, was ich nicht rate, dann könnt ihr ja irgendwie was anderes auf Cydia suchen. Aber dieser Assistent da ist echt unnötig. Deswegen einfach den Haken rausmachen. Wenn ihr den jetzt nicht reinmacht und auf Start klickt, wird halt mit installiert. Und dann ist es halt ein bisschen kompliziert, den wieder zu entfernen. Ihr könnt ihn zwar entfernen mit Cydia, aber es ist halt kompliziert. Deswegen da am besten den Haken rausmachen. Ja, wir wollen ja nicht nur Cydia installieren. Und ja, wenn ihr dann hier halt hier den Haken rausgemacht habt, könnt ihr auf Start klicken. Ja, und dann läuft der Jailbreak eigentlich schon. Wenn da steht Apple Driver has not been found, dann habt ihr halt nicht die Version 12.0.1 von iTunes installiert. Und das bedeutet dann, dass ihr das Ganze natürlich auch nicht installieren könnt. Also ihr braucht wirklich diese Version, genau diese Version. Und ja, im Jailbreak rebootet euer Device dann so dreimal. Das Ganze kann dann etwas dauern. Das steht dann für vielleicht eine Minute nach jedem Reboot, für eine Minute ungefähr. Ja, dass halt auf das Gerät gewartet wird. Das heißt, ihr müsst euch einfach mal gedulden. Auch wenn da jetzt mal eine Minute steht, dass auf das Gerät gewartet wird. Keine Angst, dass der Jailbreak bleibt nicht stecken. Falls er bei euch stecken bleibt, dann einfach mal 10 Minuten warten. Wenn es da nicht geht, dann müsst ihr halt einfach den Jailbreak abbrechen. Ja, und dann kann ich euch vielleicht in den Kommentaren weiterhelfen. Aber falls ihr erstmal denkt, er bleibt stecken, wartet lieber 5 Minuten länger ab. Und guckt dann, ob er dann von der Prozentzahl her weitergeht, als direkt den irgendwie zu unterbrechen, den Jailbreak. Weil ich hatte ja schon mal irgendwie, da stand mega lange Waiting for Device oder irgendwas anderes. Und dann dachte ich schon, oh, der bleibt stecken, der bleibt stecken. Aber ich habe einfach mal 4 Minuten länger gewartet und dann, ja, hat er das Ganze auch installiert. Ich dachte echt, er bleibt erstecken. Aber nein, dieses Tool ist halt ein bisschen langsam, aber in 5 Minuten ist euer Jailbreak auch gemacht. Also die Wartezeit beträgt eigentlich so 5 Minuten, 2 bis 5 Minuten. Und ja, hoffe, ich konnte euch dabei helfen. Das war jetzt ein etwas ausführlicheres Tutorial, als ihr es vielleicht erwartet habt. Ich habe wahrscheinlich auch schon viel zu viel geredet. Also eigentlich könnte man das Ganze auch in einer viel kürzeren Zeit, ja, erklären. Aber ich hoffe, es hat euch einfach gefallen. Ja, wer nicht damit einverstanden ist, dass ich so viel rede, der sollte einfach nicht auf meinen Kanal gehen, weil ich rede halt gerne in meinen Videos viel drumherum. Ja, dann hoffe ich, euch hat's gefallen und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.